Das ist schon das zweite Mal, dass ich mich beim Bäcker verwünscht habe. Kann man Ihnen Hausaufgaben machen? Ich höre schon den Vater kommen. Ja, klar. Wann zum Akku? Zum Akku meine ich, wenn ich den Damm erfahre. Schau mal, Maria. Wer ist da ein Hoffer? Guten Abend, Herr Pfarrer. Es kommt mal, Professor. Und drinnen wartet die züchtige Hausfrau. Ja, und Mutter von diesen vielen Kindern. Willkommen bei uns, Herr Pfarrer. Grüß Gott. Ah, da haben wir es ja. Guten Abend, Herr Pfarrer. Primus, mein Name. Ja, Primus. Aber Herr Pfarrer, Paulus ist mein Name. Paulus. Guten Abend, Herr Pfarrer. Herr Professor, sind Sie sicher, dass Ihre Schwester unglückselig ist? Hoffentlich, Herr Pfarrer, hoffentlich. Ihr wollt doch nicht sagen, es sei kein Unglück, wenn man aus der eigenen Familie ausgestoßen wird und man in der Fremde leben. Amenlos, lebenslänglich. Ja, und wenn mich nicht alles täuscht, ist auch Ihr Betrieb hier, Herr Professor? Mich Betrieb hier, ganz genau. Dann weisst du also auch, dass Tante Josephine zu der Familie ausgestoßen worden ist. Ja, der Vater hat es so wählen. Ganz genau. Ist der nicht ein bisschen hart gewesen? In Sachen Moral ist der Vater auch zu sich selber her. Wir haben ihn nicht zu kritisieren. Nein, Mutter. Wir haben jetzt andere Sorgen. Was für Sorgen? Tante Josephine hat mir etwas vererbt. Oh, wie schön! Die gute Seele. Wie viel ist es, Mutter? Das wissen wir noch nicht. Du sollst auf Montevideo fahren. Auf Montevideo? Wie schön! Wann fahren wir? Da ist es ja eben. Der Vater will nicht. Ja. Ein Schiffsreise auf Montevideo. Ein Traum wird wahr. Das ist die erste gemeinsame Ferien. Gemeinsam? Jemand, der bei den Kindern bleiben. Aber weißt du was? Du kannst den Herrn Pfarrer mit aufs Montevideo nehmen. Du meinst schon mal auf mich aufpassen. Nein, so habe ich es nicht gemeint. Ich mag mich schon noch an früher erinnern. Du alte Casablanca! Casanova! Aber nur, wenn ich nicht störe bei Déjeuner.
Aber bitte, bitte. Und das kleine Töchterlein? Die liebe kleine Ding, sie muss ja sehr müde sein nach der langen Reise. Ich hoffe, sie hat sich hier schon gut eingelebt und wird noch lange bleiben. Und was gedenken Sie heute zu tun, Monsieur le Professeur? Also zuerst möchte ich mit Herrn Perino sprechen, dem Anwalt meiner Schwester. Señoritas, el capero, Dolores, ay, mi cariña, mi amor. Oh, tú eres la más bellísima del mundo. Pepe, mi pobre hombre, yo. Tengo una carta para mi tesoro. Gracias. No. Hasta la vista, señor. Haus und Grundstück Nummer 1351, Casa Colorado, vermache ich mit allen Rechten und Pflichten meiner Nichte Atlanta Negli. So. Oh. Ja. Vermahnen Sie, ist da wert? Das sind 200.000 Pesos. Und was macht man in Franken? 100.000 Dollar. Das sind 400.000 Schweizer Franken. Ja, und würde Herr Perino denn... Gottes Buffer! Würde Herr Gottes den Verkauf annehmen? Ja, in zwei Jahren. Ich habe Ihre Familie gleich lange nicht mehr gesehen, wie Sie, Herr Professor. Ich bin mit dem gleichen Schiff nach Montevideo gekommen, wie Sie. Jetzt schauen mal da. Und wie können Sie mir jetzt das Phänomen erklären, Herr Kraft? Ich nehme an, Sehnsucht nach mir hat sie doch alle drüben. Sehr richtig, Sehnsucht mit Ihnen zu reden. Und über was bitte, mein lieber junger Freund? Herr Professor, ich möchte mir die Freiheit nehmen, Sie um der von Ihrer Tochter zu bitten. Wie bitte? Ich möchte mir die Idee nehmen, Sie um die Hand von Ihrer Tochter zu bitten. Weil wir uns gut verstehen, habe ich dich gar zu gern bei mir. Schon gehen, ein Wort zum Abschied sag ich dir. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, bleib nicht so lange fort. Warte, ah, da bist du. Sind Kinder schon fort? Ja. Mima, ist er schon auf? Nein. Martha, wie viel sind 27 cm? Etwa so viel? Kannst jetzt ist wieder alles wie vorher. Wer kein Bargeld, sagst du? Bargeld wäre schon. Ja, wieso? Es ist allerdings eine Klausel dabei. So schön. So etwas habe ich mir schon immer gewünscht. Aha. Eine kleine Klausel? Du hast doch gerade gesagt, es sind kleine Klausel dabei. Eine Klausel, sperrt oben auf. Eine Klausel mit L. Dass alle Ehen, die jemals auf die Atlanta geschlossen worden sind, gesetzlich ungültig sind. Dann wären wir? Dann hättet mir in wieder Ehe gelebt. Und unsere Kind? Unehelich alle 12.